Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die man selbst mit sehr, sehr viel gutem Willen nicht mehr als Alltagsuhr bezeichnen kann. Es geht um die H2O Oceanic Time 10 Miles, eine Uhr, die den aktuellen Weltrekord in Wasserdichtigkeit repräsentiert, und das lässt sich nur durch ein wirklich richtig massives Gehäuse darstellen, sodass die Uhr an Alltagsqualitäten ein klein wenig eingebüßt hat, aber nichtsdestotrotz für mich extrem faszinierend ist, allein aufgrund der technischen Errungenschaften, die mit dem Gehäuse und der Uhr erreicht wurden. Aber schauen wir uns die Uhr doch einfach einmal im Detail an. Mit 10 Meilen bzw. 16.000 Meter Tauchtiefe ist diese Uhr zertifiziert, was den aktuellen Weltrekord darstellt. Im Test hat die Uhr aber wesentlich mehr ausgehalten, nämlich bis zu 25.300 Meter. Finde ich richtig beeindruckend. Gehäuse und Band sind aus Titan Grad 5, wodurch die Uhr trotz ihrer massiven Ausmaße gar nicht so schwer daherkommt, wie man es vermuten könnte. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Am Stahlband, gekürzt auf 17 cm Armumfang, wiegt die Uhr schlanke 203 Gramm. Nichtsdestotrotz ist das eine Uhr, die so richtig massiv und maskulin daherkommt. Und auf dem Ziffernblatt gibt es einen ganz klaren Hinweis darauf, um was es hier geht. Nur die 10 als arabische Ziffer auf der 10 Uhrposition ist ausgeschrieben. Die restlichen Indizes sind durch Marker markiert, sodass hier ganz klar ist, es geht um die 10 Meilenuhr, 16.000 Meter Tauchtiefe. Für mich immer noch unbegreiflich. Es gibt keine Stelle auf der Welt, wo man so tief tauchen könnte. Also selbst wenn man sie außen an ein U-Boot schnallen wollte, bräuchte man diese Tiefe nicht. Es fasziniert mich trotzdem. Und spätestens, wenn wir gleich zu den einzelnen technischen Daten kommen, wird es in meinen Augen noch beeindruckender. Allerdings muss man fairerweise sagen, am Arm ist es schon ein richtiges Monster, und das möchte ich euch jetzt auch gerne einmal zeigen. Das Band ist gekürzt auf meine Armlänge. Clemens Hellberg, dem die Uhr gehört, die Uhr ist aus seiner Privatsammlung, hat den gleichen Armumfang. Der Durchmesser beträgt 42,56 mm. Mit Lünette sind es 44 mm. Der Bandanstoß beträgt 24 mm und die Bauhöhe, jetzt wird es echt interessant, sind 22,85 mm mit dem flachen Saphirglas und 25,10 mm mit dem dickeren, massiveren Saphirglas. Der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt 53,5 mm und die Krone sind 8 mm dick. Bei dieser Uhr ist das Saphirglas wahrscheinlich dicker als so manch andere Uhr in ihrer Gänze. Die Lünette dreht einseitig mit 120 Klicks. Und verbaut ist ein ETA 2892. Die Uhr ist limitiert auf 1010 Stück. Die Limitierungsnummer steht zwischen den Hörnern, ebenso
wie die Tatsache, dass diese Uhr im Test 25.300 Meter geschafft hat, trotz der Zertifizierung, die nur in Anführungsstrichen auf 16.000 Meter geht. So, jetzt nehme ich mal meine Archimede Outdoor ab. Mit 41 mm eine sehr durchschnittliche Größe und lege die Oceanic Time 10 Meilen an, die sowohl von der Bauhöhe als auch von den Durchmesserangaben doch sehr überdurchschnittlich ist. Am Arm, aufgrund des verbauten Titangrad 5 und des relativ niedrigen Gewichts, ist sie vom Gewicht her durchaus angenehm zu tragen, von der Draufsicht auch. Allerdings die Seitenansicht offenbart, was wir hier am Arm haben, ein kleiner Turm mit einer unglaublichen Wasserdichtigkeit und das Ganze ohne Ölfüllung, ohne Gegendruck von innen, wirklich eine passive Druckresistenz, allein aufgrund der baulichen Konstruktion der Uhr, finde ich richtig, richtig beeindruckend. Aber wie ihr hier an meinem Arm sehen könnt, so richtig alltagstauglich ist es nicht. Auch unter einem Hemd oder einem Pullover wird diese Uhr so sicherlich nicht passen. Das Ziffernblatt gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ich habe hier das schwarze Ziffernblatt und der Sekundenzeiger bewegt sich deshalb nicht, weil es eine Uhr ist, die für Präsentations- und Fotozwecke präpariert wurde. Das heißt, das Werk ist arretiert und bewegt sich nicht oder nur wenige Sekunden lang, damit die Uhr bei den Fotosessions auch still ist und ihre Position hält. Aufgrund der Farbgestaltung schwarze Lünette und schwarzer Boden erscheint die Uhr auf den allerersten Blick noch ein klein wenig schmaler und weniger hoch, als sie tatsächlich ist. Wenn ich gleich aber eine 12 mm dicke Uhr einmal dagegen halte, könnt ihr sehen, wie groß der Unterschied tatsächlich ist. Das Stahlband ist geschraubt und zwar bis zum letzten Glied, finde ich sehr gut. Auf diese Weise kann man, wenn ein Glied einmal verkratzt ist oder defekt ist, wahrscheinlich auch einzelne Glieder bis hin zum Endglied einzeln austauschen. Finde ich wirklich gut. Man hat also kein längeres Stück, wo man Kratzer akzeptieren muss oder aber größere Stücke auf einmal austauschen müsste. Das Saphirglas ist in der kleineren Variante 8,25 mm dick, in der größeren 10,5. Die Schließe ist eine Schließe mit einem doppelten Drückersystem, einmal zum Öffnen der Schließe und hier auch die integrierte Tauchverlängerung, mit der sich die Bandweite regulieren lässt, auch wenn die Uhr bereits am Arm ist. Zusätzlich gibt es noch drei Löcher zur Feinverstellung, sodass sich das Band mit Sicherheit auf jede Armlänge genau einstellen lässt. Wie ihr hier sehen könnt, sind auch die einzelnen Glieder relativ kurz und in Kombination mit den drei Löchern zur Feinverstellung und der Tauchverlängerung passt sich dieses Band an jeden Arm an und auch die Beweglichkeit des Bandes ist wirklich gut. Und das Band schmiegt sich an den Arm, drückt nicht, zieht nicht, klemmt keine Haare ein. Ich fand es in meiner kurzen Phase des Tragetests sehr, sehr angenehm am Arm. Wie auch die Uhr insgesamt angenehm war. Ihr könnt jetzt hier auch mal kurz sehen, wie lang die Schließe ist im Vergleich zum Gehäuse. Wie gesagt, beim Gehäuse war der Horn-zu-Horn-Abstand 53,5 mm. Die Schließe ist fast genauso lang, also alles in allem keine Uhr für sehr schmale Arme. Die Krone ist schwarz, hat einen sehr massiven Kronenschutz, sodass die Uhr wirklich gut gesichert ist.
Hier seht ihr die Hart 2O Kalmar in der Slim-Variante. Slim bedeutet in diesem Fall eine Bauhöhe von knapp unter 12 mm. Ich halte die beiden Uhren nochmal gegeneinander. Das ist jetzt der Chrono, der hat glaube ich 13 mm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ob jetzt 12 oder 13, ihr seht den Unterschied, es ist einfach gigantisch, wie hoch die 10-Meilen-Uhr ist. Der Chrono hat nicht 13, Blödsinn, der hat mindestens 15, ist ja ein Chrono. Also ihr könnt wirklich sehen, was da für ein Unterschied ist. Rechts, wie gesagt, ein Chrono mit einem ETA Valju 7750. Ihr wisst alle, dass das schon hohe Gehäuse sind. Links die 10-Meilen-Uhr, ein richtiger Turm dagegen. Also das ist schon richtig, richtig, richtig beeindruckend und massiv, was man da am Arm hat. So, gucken wir uns die Uhr doch einmal von näherem an. Ihr könnt sehen, alle Indizes sind aufgesetzt und mit polierten Stahlrahmen versehen. Die Zeiger sind die doch etwas typischeren Zeiger von H2O in der Pfeilform. Der Kronenschutz hat eine polierte Phase an der Kante. Die Krone selber ist ebenfalls schwarz beschichtet. Das Gehäuse selber ist gebürstet, senkrecht, was die optische Höhe noch einmal vergrößert. Die Bandanstöße sind auch am Gehäuse verschraubt, sodass man hier nicht mit einem Bandwechselwerkzeug oder Drückern arbeiten muss. Alles geht mit den entsprechenden Schraubwerkzeugen. Das Band selber ist sehr technisch anmutend mit vergleichsweise kurzen Gliedern, was ich sehr angenehm finde, weil das Band dadurch sehr flexibel und weich am Arm sitzt. Schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Aufgrund der Funktion, der Tiefe und der insgesamten Anmutung der Uhr erwarte ich ein extremes Leuchtbild und werde nicht enttäuscht. Die Uhr ist richtig gut ausgestattet mit Leuchtmasse und wenn ihr sie dreht, könnt ihr auch die Tiefe erkennen, wie hoch die Lünette über dem Ziffernblatt steht, dass wir hier also eine richtige optische Tiefe haben zwischen der beleuchteten Lünette und dem beleuchteten Blatt. Extrem gut ablesbar, wirklich gut beleuchtet mit Super Luminova BGW9. Eine Uhr, die, wenn man sie denn tatsächlich nachts tragen möchte, garantiert gut und dauerhaft ablesbar ist. Ja, jetzt habe ich euch die Weltrekorduhr gezeigt. Die H2O Kalmar 2 Oceanic Time 10 Meilen. Clemens Hellberg von H2O arbeitet daran, eine Uhr zertifizieren zu lassen, die 25.000 Meter zertifiziert bekommt, die diese Uhr im Test bereits geschafft hat. Ich bin ganz ehrlich, brauchen tut das kein Mensch. Aber haben nicht viele von uns Uhren, die man nicht wirklich braucht und nur deshalb hat, weil sie irgendetwas können, was nicht jede Uhr kann. Und diese Uhr kann ganz bestimmt etwas, was wirklich nicht jede Uhr kann. Ich würde sie wahrscheinlich nicht sehr oft tragen. Mit einem Preis von unter 2000 Euro ist sie aber wirklich erstaunlich günstig für das, was hier an Know-how, an Technik und an Konstruktionsaufwand reingesteckt wurde. Da gibt es Uhren, die deutlich weniger können und deutlich mehr kosten. Insofern wirklich Chapeau H2O. Diese Uhr zu diesem Preis ist in meinen Augen wirklich eine Kampfansage und ich finde es klasse, dass ihr so etwas auf die Beine gestellt habt.
Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr über die Uhr denkt, ob ihr die technische Leistung anerkennt oder ob ihr einfach sagt, die ist mir zu groß, kann kein Mensch tragen. Wird mich wirklich interessieren. Bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.